Keule. Was geht ab, Leute? Hier mit am Start Tati, Bagisch und der Livestream-Chat. Schaut gerne vorbei. Wenn wir uns immer treffen, dann auch live auf Twitch. @supersaftig. 5 anstatt Essen. Heute sind wir beim Candy Store hier in München. American Candies wollen wir ausprobieren. Ich investiere in einen Huni. Wir können mit einem Huni einkaufen, was wir wollen. Und das wird dann gegessen. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, dann gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo. Supportet uns. Würde mich freuen, wenn wir die 50 Likes knacken können. Ein bescheidenes und machbares Ziel. Ansonsten switchen wir gleich um auf den Livestream und ihr seht dann das. Hast du, Tati? Warte, ich blende euch mal rum. Was sagst du? Hast du Korb, meinte ich. Ich hab einen Korb jetzt, ja. Also ich hol mir so ein Ding, Mann. Eine Cream Soda. Ja, nimm die andere auch direkt gern. Alter, Tati. Was denn? Nicht, dass wir jetzt auch so langsam sind wie diese Mädels. Nein. Ja, aber die müssen wir mitmachen hier jetzt, oder? Yes. Hier, nimm das einmal. Nimm das einmal. Oder nimm das einmal. Das auf jeden Fall, oder Jungs? Twizzlers sind eklig. Okay, das sind Gallos aber richtig eklig. Ich glaube, toxic drauf. Frag ich wieder weg. Ja, der ist Bitcoin-Farmen wieder. Komm, nimm das hier. Komm, hier, nimm das. Ja, oder? Nimm mal die hier. Nimm mal die hier. Oh, was ist das, Mann? Okay, das ist nicht, das ist nicht American, aber ich nehm's trotzdem. Alter, hier. Ganz links? Ja, greif mal da rein, ja. Oh mein Gott, Enske. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, yes. Hol die mal ein bisschen raus, ja. Ich bring die anderen Donuts hier. Ja. Oh mein Gott, die sind mit Zimt, kannst du das essen? Die sind Endspiel. Oida, yes. Ich hab den Schatz entdeckt, Leute, richtig versteckt. Ja, schmeiß mal. Das ist für Kids, oder? Das sind keine Kids, Mann. Was ist denn die Zeit von mir? Hier, ich hab noch was. Habt ihr es gesehen, Leute? Jetzt halt mal drauf. Sieht man's? Ja. Sieht man's? Ja, genau, jetzt musst du einfach noch auf. Sieht man's sehr genau. Ja. Die beiden echt im Ehestreit. Hast du recht, Alter. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Das ist für meinen Steuerberater demnächst. Oh mein Gott. AKA. Zaster, laut Bagisch. Alter, ja, Mann, die geht, ich finde die schon echt nice. Tati, bitte nicht drei auf einmal, okay? Also safe zwei, oder? Okay, die sind ernst klein. Davon kann man ja locker fünf essen. Ja, ich nehme einen. Will sich einer mit mir einen teilen? Boah, ich eigentlich schon, das wäre. Ja, nein, haben, eine schaffe nur Enz. Oh mein Gott, wir haben noch Enz vor uns. Nein, das ist doch nicht. Ja, ja, dann gib mir dann die andere Hälfte. Gib die Reste einfach immer Tati. Das ist doch nicht. Ich muss doch. Hallo? Ich muss im Training bleiben, damit ich mal wieder so Challenges mache. Nächste Food Challenge, ja, gegen Franklin. Oder ganz ehrlich, Mann, wenn da einer herkommt und sagt, hey Jungs, ich will euch, keine Ahnung, herausfordern, ja, was machen wir dann, wenn ich ja, nicht. Normal, finde? Ja. Ja. Also Jungs, lasst euch schmecken. Bin ich mal gespannt. Ja, riecht aber gut. Ja. Ah, das ist so eine Ding, das ist so eine Marshmallow-Creme, glaube ich. Kennst du das? So eine. Ja, Mann. Das ist so eine Marshmallow-Creme. Also, ist schon süß. Ist nicht verkehrt, aber Hype weiß ich jetzt nicht. Also nicht überkrass. Na. Nicht so, oida, wenn man in Amerika ist, muss nein. Man das essen. Marshmallow-Creme, ja. Mhm. Und das ist ein bisschen mit Zitrone. Riecht man auch im Teig, ja. Aber. Also der Hype ist nicht gerechtfertigt, oder? Doch, schmeckt mir schon. Ja, ich kann es verstehen, die Creme ist schon geil. Doch. Ich finde schon geil. Also, könnte man den nicht noch viel geiler machen? Eigentlich? Klar. Mit Schoko drumherum, wie ist das? Alter, demnächst neues Video. Wir pimpen alles. Ja, aber heute Alter, nicht, gar nicht mehr schlecht. In Chongs Küche. Da gibt es aber auch so welche Sachen. Pimpen alles in Schokolade. Ja. So Jungs, was sollst du als nächstes probieren? Oh mein Gott, haben alle den aufgegessen. Ganz schnell 1 bis 10, 10 beste, was würdet ihr dem geben? 8,5. Ja,
8 würde ich geben, 8. Boah, ich würde 7,5 sagen, nicht viel. Er ist auch nicht so pappsüß, oder? Es geht schon. Das ist schon, der ist schon in Ordnung. Hier. Fragt Tati, was geiler? Koro, Cluster, Apple Pie, oder trinkst ihr eindeutig Koro? Alter, da, was soll ich das sagen? Koro ist, das ist bei mir auf Platz 1 in der ewigen Bestzeitliste, Mann. Da kommt nichts dran, oder? Im Twinkie, da ist kein Schwein drinnen. Ich glaube, du meinst Schweine-Gelatine. Schwein ist KitKat, nicht. Mint. Mint und Dark Chocolate. Boah, das Oida, ist wie die aussehen. Ich hasse Mint-Schokolade. Oida, das Oida, wie die aussehen, Mann. Ja. Gib mir die Hälfte. Nimm die Hälfte, Oida. Was für Hälfte? Gib mir die Hälfte. Wir probieren noch ernst viel. Ja, ihr vielleicht, oder? Mein Gott. Ich bin im Training, oder? Ich habe bis heute noch keine leckere Mint-Schokolade gegessen. Also, taugt euch Minze. Boah. Minze taugt mir schon, aber mir taugt. Boah, allein jetzt schon. Ich habe es noch nicht mal im Mund gehabt. Ich mag ist okay, also. Ich mag keine zartbitter Schokolade. Muss nicht unbedingt sein. Nach Minze erinnert mich immer an Zahnpasta. Zahnpasta, ja, aber. Der, ja, ist nicht verkehrt. Der KitKat ist ein bisschen ausgetrocknet irgendwie. Findet ihr nicht? Also die Minze war okay, aber das KitKat war irgendwie ein bisschen ausgetrocknet. Okay, Jungs, das kann krass werden, ja? Ich hab keinen Mülleimer. Verschwende unser Essen nicht, Mann! Alter, schmeckt echt gar nicht. Ja. Alter, ich hab nur ganz leicht mit meinen sauberen Zähnen abgebissen. Das schmeckt mir halt echt gar nicht. Ich mag das gar nicht. Alter, ja, für die Karamell-Salz und das. Das kann krass sein, oder? Boah. Weil in letzter Zeit hatten wir ja immer irgendwie Kugel mit Karamell-Salz und sowas. Salted Caramel. Das ist eigentlich immer geil. Das kann echt krass sein. Ich weiß nicht, das ist genau mein Ding. Kammerkonzeptchen. Ja, Mann. So. Die Hälfte? Ja, Mann, bitte die Hälfte. Oh, Tati, komm mal neben Hong. Scheiße, geht echt vorbei. Ja, ich glaube, ich werde fett, Leute. Und dann machen wir die Mega-Transformation. Schmeckt wie ein salziges Twix, Mann. Da wurden einfach nur ein paar Salzkörner reingetan in den Twix-Riegel. Was sagst du? Also für mich schmeckt es einfach eigentlich nach normalen Twix. Ja? Nee, man merkt schon Salz. Ja, ein bisschen, aber gar nicht ein bisschen. Richtig enttäuschend, Mann. 5, also Basis, Standard, wie normales Twix. Ja. Das Gold, halt Alter. Peanuts and Pretzels. Also Pretzels. Ja, das Pretzel, ist so ein Ding, Brezenteig wahrscheinlich so. Also Gold, Alter. So abbrechen. Ja, das ist ein Eben. Was ist denn da für ein Schmarrn, Alter? Das ist das Beste, von allem ein bisschen mal. Ja, aber echt. Ja, aber das kann man ja nicht mehr da. Alter, Tati, am Ende sagst du wieder heute richtig Bauchschmerzen. Glaub mir, das ist zu viel. Die habe ich doch sowieso, oder? Mmh. Oh. Schmeckt so nach Erdnussbutter mäßig. Boah, ich finde das interessant. Mmh. Überraschungsfaktor. Mmh. Okay, der ist nicht schlecht. Der schmeckt sehr anders. Das ist so. Boah, der, kommt, der kam so mit einer linken, die man nicht erwartet hatte. Ja. Okay, okay. Oh, der macht süchtig und auch durstig. Gefällt mir nicht. Nicht dein Ding? Mhm. Echt jetzt? Es läuft. Es gibt nur ein paar Arbeit, es läuft alles von alleine. Ich denke voraus. Alter, wenn ich da sehe, wie viel noch? Ja, aber du kannst an so einem kleinen Schiff nicht mal sowas abschmecken, Mann. Na klar. Nein, überhaupt nicht, Alter. Hier, so. Wäh. Irgendwas? Ja, ist nicht wäh. Doch, irgendwas. Aber schmeckt echt ein bisschen merkwürdig. Irgendwas ist schon wäh an dem Ding. Alter, du hast recht. Boah, ich hab's jetzt auch schon. Den finde ich auch geil. Den finde ich nicht schlecht. Ich mag die Konsistenz. Ja. So richtig so. Das ist so richtiger Donut. Donut-Konsistenz. Das ist so richtiger Donut-Konsistenz. Ja. So richtig. Dafür, dass sie so abgepackt drin sind, schmecken die schon. Mhm. Ja, ist gut. Sag mal meine Zimt. Was nimmst du, ne? Okay, aber Zimt ist echt krasser Geschmack, Mann. Also, mhm. Sehr zimtig, oder? Sehr, sehr zimtig. Ein kleines. Ja.
Ja, den kannst du mir ganz geben. Also ich weiß, diese Dinger sind voll beliebt in Amerika. Mhm. Auch so im Kino und so, die nehmen immer sowas. Mhm. Ich find's ernst eklig, Mann. Wäh! Es ist Gummigabel. Kabel. Gummikabel. Was ist das für ein Geschmack? Kirsche oder wie? Ekelhaft. Wäh! Nein! Ich würde die nicht nochmal kaufen, ganz ehrlich. Nein! Es schmeckt nach Kabel. Mit bisschen Erdbeergeschmack. Ja, ich schwöre. Also ich habe mir echt unter dem was anderes vorgestellt. Ja. Weil ich mag eigentlich so lange Dinger, da gibt es ja so, kann man ja auch da normal. Da sind ja die Deutschen viel besser. Genau. Und die schmecken ja gar nicht. Also. Gummibärchen mit Schokolade. Das finde ich, sowas finde ich, glaube ich, echt, jetzt? Echt ekelhaft. Ja, echt ekelhaft, Mann. Ja. Ekelhaft, nicht geil. Alter. Ich habe gesagt, dass es nicht geil ist. Also. Das klingt echt nicht saftig, Mann. Das kommt aus Import, ganz ehrlich, wir haben Koro, Alter. Koro beste. Also wirklich, da sind wir wirklich Längen Unterschied, Leute. Was ist das? Ja, das ist, sag mal einen schönen Namen, man sieht das auch echt schön. Ja. Das ist ein Gummibärchen mit Schokolade. Schade, den kann man nicht abbrechen. Nee, Mann. Hey Jungs, sowas geht gar nicht, nein, ehrlich. Das kann nicht sein. Was ist das für ein Geschmack? Das ist wieder was anderes. Was so? Zeig dein das Gesicht. Boah, null, echt komisch, Mann. Boah, ich habe gerade schlechte Gänsehaut bekommen. Kennst du das? Scheiße. Davon kann man ja die Hälfte wegschmeißen, Alter. Warte, wer isst denn sowas noch? Wo willst du da mitnehmen zum Snacken? Ja, das schaut schon echt mal. Von wem? Wir wissen, dass es geil ist. Kennst du das? Ich habe es bei Mois Video mal gesehen. Mois. Sorry. Auf Mois bin ich gerade nicht gut zu sprechen, Alter. Alter. Okay. Ja, das wird schwer zum Trennen sein. Ja, lass mich. Das ist ein Cake. Nein, das musst du abbeißen, glaube ich. Okay. Ups, Alter, ich muss. Okay, Jungs. Warte, Leute, ich hab's gerade verpasst. Warte. Halt fest. Ja. Als ob in Japan solche Reisteile, die erinnern mich daran. Mois, das habe ich in deinem Video gesehen. Seitdem bin ich gehypt auf die. Oh oh. Das ist Marshmallow aus unserem Raum. Keks, Marshmallow. Bist wow. Es schmeckt leicht nach Kaffee, oder? Schmeckt es? Das ist Schokolade. So Kaffeesatz, wie Horg, was ist los? Ey, ich kann nicht so viel lachen. Ich habe echt Schmerzen. Ich muss das mal schnimmen. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Sorry, das muss ich echt wegschmeißen. Hey, warte jetzt mal echt ernst, Leute. Preis-Leistung ist Koro, kriegt man mehr als diese fetten Tüten, oder? Und günstiger, gell? Ja, aber das ist halt dieser Ding. Das ist halt dieser Hype aus Amerika, dieser Geschmack. Die wollen halt sehen, was sie in Amerika essen. Um das geht's halt einfach. Americans, was machen die, Mann? Boah, das ist ekelhaft. Ja, so Verpackung und so schaut überkraus aus. Man denkt, oh mein Gott. Die schauen halt wirklich krass aus, diese Verpackung. Oh. So ungelogen bisher. Twinkies waren einfach geil. Solide, stabil, lecker. Wahrscheinlich das Beste an den ganzen. Das hier. Von 1 bis 10 habe ich noch keine 8 gesehen, glaube ich. Doch, ich habe für Twinkies eine 8 gegeben. Ja, ich auch. Achso, nur du nicht. Ja, er nicht. Ja. Ich schwöre, ich blende das Video von Mois ein, ob er so tut, als wäre es lecker gewesen, weil es gesponsert war. Ach, war es gesponsert? Ja, er hat diese Box bekommen. Ja, das kann nicht gut sein. Aber ganz ehrlich, das ist genau das Problem. Wenn ich was kriege, wenn ich was gesponsert kriege, ich würde echt einfach die Wahrheit sagen, Leute. Wenn es ekelhaft ist. Und es ist ekelhaft, Mann. Das Kalorienbombe sein Vater. Es schmeckt gut, ja, aber nicht so geil, wie es aussieht. Aber Es schmeckt gut, ja, auf jeden doch, Fall. Doch. Gute Acht. Du musst alles auf einmal essen, Bruder. So, und jetzt mit der Creme. Mhm. Probier jetzt, Leo. Das ist 10. Ne, 10 nicht. Doch, das nein, ist 10. Ich gebe eine 10. Alter, Scheiße. Okay, das kann ich auch mal essen, ja. Alter. Hast du oft gegessen? So Kokos Bounty Teil ist halt echt immer so ein Sattmacher, Mann. Mm. Mit der Nuss ist echt gar nicht mal so schlecht, Mann. Mit der Nuss. Mhm. Okay. Ja. Oder? Schon besser. Du bist ja schon einer der Besseren.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Strawberry Red Velvet Cupcake Bites oder so, nicht, oder? Das ist jetzt mal ein bisschen Angst verbunden, wenn was Neues in den Mund kommt. Das kann doch nicht sein! Er hat's ausgespuckt! Das ist halt echt eklig, Mann! Hä? Tatsächlich hast du recht. Oh mein Gott, Karamell. Ja. Oh mein Gott, zu viel Karamell. Sanjuro! Oh mein Gott. Lass doch Chong probieren, was er davon hält. Ja, Mann. Jetzt gehen wir noch Dimi, Chong und Nico und so. Was ist das? Dann können wir das Material nochmal wiederverwerten für noch ein Video. Ja, safe. Sag mal kurz. Auch nicht lecker. Boah. Mischung aus Twix und Mars irgendwie. Ja. Sollen wir eigentlich von den zwei gekommen? Es sind zwei Unterschiede hier. Hoffe ich. Boah. Boah. Das kann nicht sein. Was ist los, Mann? Die schmecken los? Alle leicht muffig. So. Leicht, weißt du was? Ja, man, so muffig. Das ist aber dieser Geschmack. Ekelhaft. Ekelhaft. Oh, der leckt mich doch aus dem Arsch hier, oder? Boah, jetzt war ich eigentlich voll gehypt. Ich war voll gehypt. Und das, was gehypt wurde, war echt lecker eigentlich. Twinkie ist so beliebt, weil der Best nicht schmeckt. Ärgern, Mann. Ja, Mann, das ist der Trick, oder? Das ist echt der. Ärgern, Mann. Ja, Mann, da sagen wir auch, oh, Twinkie's Crust, dann sagen die, ja, was labern die? Weil der Rest nicht so geschmeckt hat. Ist halt echt so. Sind das jetzt so Cowboy-Monks-mäßig? In Deutschland können wir echt froh sein. Ich weiß nicht, das sind auch so Dinger hier. Sowas wie diese Dinger da, glaube ich, diese Beans da. Jelly Beans. Glaube ich, oder irgendwie Schokolade. Oder M&M-Style, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Oh mein Gott, was ist das? Ja, ganz normale Cowboy-Monks. Mentos Cowboy-Monks, ja. So wie die. Ungefähr. Ah, die sind lecker. Also manchmal original wie Mentos. Warte. Leicht nach Brause schmeckt es, diese Brause. Wenn er sagt dies, das, tralala. Ja, er sagt immer irgendwas. Boah, das sieht interessant aus. Sehen die's? Ja. Ja, beide wissen was. Also der sieht echt mal ein bisschen strange aus. Ein Keks. Okay. Der ist gut. Okay. Der ist gut. Okay, noch eine kleine Überraschung. Der ist... Nach vielen Enttäuschungen. Mit Abstand. Oh ja? Oh ja? Mit Abstand. Auch besser als dieses andere von... was haben wir gegessen mit diesem? Der ist frisch, frisch, knackig. Und geile Erdnuss. Boah. Geile Erdnuss. Der ist echt gut. Konsistenz mal was anderes. Geile Erdnuss. Ganz was anderes. Besser als dieses von... Wie Junge, aus dem Nix kam der. Ja, diese Schokolade, diese Weihe, was wir vorhin gegessen haben mit diesem Peanut. Der ist 100 mal besser. Aus dem Nix kam der. Der war geil. Ja. Ja, komm, es wird schon nicht so krass sein. Komm, ich nehme zwei. Damit's mal ein bisschen, zwei oder was? Damit's, ja, komm. Action, komm. Ich nehme drei. Wie viele sind da drin? Nimm von mir aus 8, oder wenn du willst. So, soll ich dich jetzt betteln? Soll ich jetzt 4 nehmen oder was? Soll ich jetzt 4 nehmen? Willst du dich echt mit mir anlegen? Soll ich, jetzt echt 4 nehmen? Mach dir jetzt ein bisschen Action noch. Soll ich jetzt echt 4 nehmen, Badisch, oder was? Ja. Ja. So, ich bin der Erste. Kann man nicht kauen. Soll man lutschen? Das dauert ja ewig 4 Stück, Mann. Mach mal. Ist so leidend. Ja, es geht. Man kann es aushalten, aber angenehm ist nicht. Aber so mega sauer ist nicht. Das ist schon eines der sauersten Sachen, die ich jemals gegessen habe. Es ist saurer als Center Shock. Es gibt doch Center Shock manchmal. Ja. Ja. Ungefähr gleich. Gib mir eine Ecke, Mann. Das ist das Einzige, was ich esse, Jungs. Reese's. Ich finde die Marke gut. Die haben diese Peanut Butter Cups. Aus Schokolade in den Peanut Butter. Das sind cheesy. Cheddar und Jalapeno, Mann. Oh mein Gott. Jalapeno. Sieht schon geil aus, Mann. Aber wie ist Duck immer? Echt, sind es die? Cheetos. Ja, auch früher. Ja, die ist der immer. Cheetos, die Marke, aber es ist speziell die. Na, ich weiß nicht, welche Sorte er ist, aber er ist immer die Cheetos. Oh ja. Er hat doch immer diese Riesentüte. Die also habe ich auch gesucht. Die will ich mit nach Hause nehmen, Alter. Boah. Boah, bitte lass die mich mitnehmen. Ich liebe Jalapeno Chips.
Okay, das ist echt krass. Hey, die habe ich ausgesucht. Tati, wer hat die ausgesucht? Ich habe gesagt, nimmst du auch so welche Chips, habe ich zu dir gesagt. Okay, die sind krass, Mann. Was ist das? Die sind echt krass. Die haben gerade Twinkies überholt. Boah. Also habt ihr mal, ich habe schon viele Jalapeno Chips. Ah, die sind so geil nach Jalapeno. Die sind super, saftig, lecker, Alter. Seht ihr, Jungs, ich esse sogar mehr als einen. Boah, die sind lecker. Also richtig. Boah, die sind richtig krass. Schöne Würzung. Boah. Also, die sind echt sehr lecker, Mann. Die kann man sich so abgönnen. Ganz ehrlich, die kommen sogar auf meine Bestliste. Oha. Auf Platz 3. Oha. Hey, servus, Xato. Nach den Maiskörnern und den Cluster, da, ja. So, Jungs, das kommt hier. Wow. Da hat schon das Kilo der Road zu 6% Körperfett. Oh. Ne. Doritos. Ich bin 1. Aber Doritos gibt's doch auch bei uns. 64. Die gibt's doch auch immer im Subway. Doritos. Diese also kleinen Chips-Packungen. Viel zu viel. Schmeckt mir nicht, da fehlt mir Salz, Alter. Da fehlt mir das Salz. Hoppala. Also schlecht sind sie nicht, aber. Sag mal, was ist es? Im Vergleich zu denen davor, ja, halt. Da fehlt mir das Salz. Also Chips sollten eigentlich schon immer leicht salzig schmecken, oder nicht? Was ich finde. Merkst du sofort. Scharf im Abgang. Boah, die scheppern schon. Boah. Not bad. Weil für dich müsste es ja endhart sein. Für dich. Wieso? Weil die Schärfe kam schon gerade heftig. Er ist doch scharf. Ist du scharf? Du verwechselst mich mit Nico. Echt jetzt? Ah, da steht, wird heruntergefahren. So, da sind wir wieder, Leute. Kleines, abruptes Ende vom Stream, aber wir haben auch alles geschafft, alles aufgegessen. Also nicht aufgegessen, angegessen, aber aufgemacht. Alles probiert aber. Alles probiert, ja. Was geht ab, Tati? Also, echt enttäuschend. Allgemein echt enttäuschend. Zu teuer, wirklich Preis-Leistung gar nicht gut. Von den Sachen, die wir gekauft haben, was nicht viele Artikel waren, waren drei, die mir gefallen haben. Naja, welche drei waren das? Welche drei waren das? Einmal diese, also Twinkies, dieses Ding. Die Twinkie, waren, ja. Ja, die waren echt gut. Stabil, ja. Dann dieser eine Riegel, der war echt heftig. Der war echt lecker. Der Überraschungsfaktor. Dieser Überraschungsriegel, ja, mit diesem Peanut und so, das war richtig geil. Auch mit diesen verschiedenen Schichten. Ja, genau. Diese das Struktur, ja. Geschmacklich echt top. Und dann natürlich die krassesten Chips ever, Mann. Also wirklich, die sind echt Hammer. Also die empfehle ich weiter. Kosten aber auch fast 7 Euro. Die Tüte ist schon teuer, ja. Aber geschmacklich top. Und die sind bei mir jetzt auch sogar auf Platz 3 in meiner Snackliste. In meiner Snack-Top-Liste. Rangliste, oder? Platz 3. Geiler Scheiß, ohne Witz. Hast du was zu sagen? Oha, was soll denn? Ja, eigentlich so ziemlich genau dasselbe. Cheetos Platz 1, diese super Mischung. Schokolade, Karamell, boah, richtig andere Konsistenz. Preis-Leistung stimmt halt leider gar nicht, Leute. Koro, check Koro ab. Und ich habe die beiden Favoriten hauptsächlich. Auch Twinkie fand ich jetzt nicht so wow. Ja. 93 Euro ins Nirvana geschickt. Verbrannt, oder? Ja. Das war's von uns, Leute. Ja. Einmal und nie wieder, aber war geil. Check gerne die Visa ab, folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Gib gerne einen Like, einen Kommentar und ciao.